Am 17. November geben Sie Ihre Regierungserklärung ab und in der Aussprache um diese Regierungserklärung benutzen Sie zum ersten Mal das Wort von dieser Vertragsgemeinschaft. Was war zu diesem Zeitpunkt, zu diesem frühen Zeitpunkt wirklich mit Vertragsgemeinschaft gemeint? Die Vorstellung war schon von Beginn an, dass die DDR und die Bundesrepublik ihr Verhältnis zueinander neu gestalten müssen, damit zunächst das Wort von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, nun eine gemeinsame Position beider Staaten über diese Vertragsgemeinschaft wird. Dass wir auch, und das war meine Überlegung, mit der Vertragsgemeinschaft auch die Frage der Grenze an Oder-Neiße ins Gespräch bringen, um zu erreichen, dass auch das für unseren östlichen Nachbarn eine wirkliche international-völkerrechtliche Situation der Anerkennung bringt. Und wir hatten die Vorstellung, dass damit auch eine neue Qualität der Zusammenarbeit der Parlamente beginnt. Bis dahin hatte man sich ein- oder ausgeladen, die Präsidenten der Parlamente oder die Fraktionen, die einladend waren, wie das mit Sindermann ja im September 89 noch geschah. Und ich wollte, dass wir diesen Weg so gehen und dass wir Bedingungen bekommen, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaft, dass wir Kapitalbeteiligungen schaffen, denn wir haben ja schon im Januar 90 noch eine Zusammenkunft in Rahnsdorf bei Berlin, wo die, ich würde sagen, führenden Vertreter der westdeutschen Wirtschaft dort teilnehmen, Herr Reuter, Herr Hahn und wie sie alle heißen. Und Vertragsgemeinschaft sollte diesen Inhalt haben. Und wir haben dann noch in der zweiten Januarhälfte sogar ein Dokument mit über 20 Seiten erarbeitet, wo wir unsere Vorstellungen für diese Vertragsgemeinschaft auch formuliert und ausgefüllt haben, nachdem Helmut Kohl am 19. Dezember ja in Dresden sich auch für eine Vertragsgemeinschaft aussprach, dazu bekannte und im Punkt 4 seiner 10 Punkte, die ja dem Bundestag Ende November vorliegt, ist die Vertragsgemeinschaft auch enthalten. Nun gehen die 10 Punkte von Kohl, die ja, glaube ich, am 28. Februar kommen, erheblich weiter als Ihre Vertragsgemeinschaft, weil Kohl zu diesem Zeitpunkt das erste Mal, wenn auch ohne klare Zeitvorgabe, so etwas wie eine Vereinigung der Staaten vorschlägt, was natürlich nicht im Interesse der DDR zu dieser Zeit liegen kann. Sehe ich das richtig? Hier Hat Sie das überrascht? stellen Sie eine Frage, die ich weiß nicht, wie weit sie von Ihnen, den russischen Gesprächspartnern beantwortet wurde, die ich mir ja auch immer wieder stelle. Ich glaube, 21. November, ich will mich jetzt aufs Datum nicht festlegen, ist Fahlin in Berlin, führt ein Gespräch in der Botschaft mit Egon Krenz. Er ist der Sekretär des ZK der KPdSU für Außenpolitik und ich werde ihn zugezogen. Dort wird über Vertragsgemeinschaft hinaus auch über eine Konföderation gesprochen. Aber offiziell wissen wir, dass Gorbatschow zu dem Zeitpunkt die Vertragsgemeinschaft für ein Optimum hält und noch gar nicht für eine Konföderation der beiden deutschen Staaten tendiert. Und zum gleichen Zeitpunkt fliegt nach Bonn Herr Portugalow, hat ein Gespräch in diesem Falle ohne Kenntnis von Julij Kwiatkowski, dem dortigen Botschafter, mit Telčík. Und Telčík lässt ja durchblicken in seinen Erinnerungen, dass das der Anstoß für die 10 Punkte war. Das heißt, Moskau schiebt in Bonn die 10 Punkte in Gang. In Berlin wird Zurückhaltung sozusagen noch als eigentlich politisches Konzept vorgetragen. Und da liegen für mich die Widersprüche. Was ist eigentlich das Gewollte und wo ist dort eigentlich im Hintergrund der Ablauf dieser Dinge? Und da auch ich bei meinen Bemühungen bis heute keinen Zugang zu Dokumenten im russischen Außenministerium bekommen habe, bleiben mir diese Dinge auch rein dokumentarisch verschlossen und meine Gesprächspartner, die ich erlebe, geben keine klaren Antworten.